In einem orthonormierten Bezugssystem des Raumes betrachtet man die Ebenen Alpha und Beta jeweils mit kartesischer Gleichung x minus 2y gleich 1 und x minus y plus z gleich 0. Erstens, stelle die Spur der Ebene Beta in der Ebene der Achsen x und y dar. Zweitens, bestimme parametrische Gleichungen der Geraden d, Schnittgerade der Ebenen Alpha und Beta. Drittens, bestimme die kartesische Gleichung der Ebene Delta, die orthogonal zu d ist und die den Ursprung O enthält. Viertens, bestimme die kartesische Gleichung der Ebene Gamma, die parallel zur Ebene Beta ist und den Punkt P mit Koordinate 1, 1, 1 enthält. Im Punkt 1 betrachten wir genauer die kartesische Gleichung von Beta. Wir erkennen sofort, dass der Punkt R mit Koordinate 1, 1, 0 zur Ebene OXY gehört, weil sein Lot 0 ist, und dieser Punkt R gehört auch zur Ebene Beta, weil seine Koordinate 1, 1, 0 die kartesische Gleichung von Beta erfüllt. Genau dasselbe haben wir für diesen Punkt S mit Koordinate 2, 2, 0. Dieser Punkt gehört auch zur Ebene OXY, weil sein Lot 0 ist, und dieser Punkt gehört auch zur Ebene Beta, weil seine Koordinate die kartesische Gleichung von Beta erfüllt. Also, im Bezugssystem des Raumes können wir diesen Punkt R darstellen, es ist der Punkt mit Koordinate 1, 1, 0, sowie auch diesen Punkt S, das ist der Punkt mit Koordinate 2, 2, 0. Da R und S im Schnitt von Beta mit der Ebene OXY liegen, muss die ganze Gerade RS die Schnittgerade sein. Und diese Gerade RS, das ist die angefragte Spur. Im Punkt 2 ist die Gerade D als Schnittgerade von Alpha und Beta angegeben. Alpha und Beta sind angegeben durch ihre jeweilige kartesische Gleichung. Wir werden versuchen, kartesische Gleichungen dieser Geraden d zu erstellen und das in dieser bekannten Form. Starten wir mit der kartesischen Gleichung von Alpha. X minus 2y gleich 1 führt sofort zu x minus 1 geteilt durch 2 gleich y. Nennen wir diese Gleichung Gleichung 1. Dies ist die Gleichung von Beta. Aus dieser Gleichung schließen wir, dass y gleich x plus z ist. Aus der Gleichung von Alpha schließen wir, dass x 1 plus 2y ist, also können wir dieses x ersetzen durch 1 plus 2y, so. Und daraus ergibt sich, dass y gleich minus z minus 1 ist. Diese Differenz schreiben wir in diese Form, also in die Form z plus 1 geteilt durch minus 1. Nennen wir diese Gleichung Gleichung 2. Aus Gleichung 1 und Gleichung 2 können wir schließen, dass x minus 1 geteilt durch 2 gleich y ist. Dieses y schreiben wir in diese Form, y minus 0 geteilt durch 1. Und dieses y ist auch gleich zu z plus 1 geteilt durch minus 1, also so. Wir haben unser Ziel erreicht. Diese drei Brüche sind gleich und diese Brüche stellen wir gleich zum Parameter Lambda. Aus dieser ersten Gleichung haben wir x minus 1 geteilt durch 2 gleich Lambda, also x gleich 2 Lambda plus 1. Dieser Bruch y minus 0 auf 1 ist auch gleich Lambda
und daraus schließen wir, dass y gleich Lambda ist. Und dieser Bruch, z plus 1 geteilt durch minus 1, ist auch gleich Lambda, woraus wir schließen, dass z gleich ist zu minus Lambda minus 1. Somit haben wir parametrische Gleichungen von dieser Schnittgeraden d gefunden. Im Punkt 3 reicht eine kleine Zeichnung, um zu sehen, was zu tun ist. Im Punkt 2 haben wir kartesische Gleichungen der Geraden d gefunden. Aus diesen kartesischen Gleichungen können wir schließen, dass der Vektor mit Koordinate 2, 1, minus 1 Richtungsvektor dieser Geraden d ist. Wir wissen, dass Delta eine Ebene ist, also kann man ihre kartesische Gleichung in diese Form schreiben, ax plus by plus cz plus d gleich 0. Was wir suchen, sind die vier Zahlen a, b, c und d. Der Vektor d ist ein Richtungsvektor der Geraden d, also ist dieser Vektor d normal zur Ebene Delta. Deshalb können wir die kartesische Gleichung von Delta sofort so schreiben, 2 mal x plus 1 mal y minus 1 mal z plus diese Zahl d gleich 0. Wir wissen aber auch, dass der Punkt O mit Koordinaten 0, 0, 0 zur Ebene Delta gehört. Also muss diese Koordinate die Gleichung von Delta erfüllen. Und daraus schließen wir sofort, dass die Zahl d 0 sein muss. Demzufolge hat diese Ebene Delta als kartesische Gleichung 2x plus y minus z plus 0 gleich 0. Im Punkt 4 fertigen wir eine einfache Zeichnung an, durch die wir sehen werden, was zu tun ist. Die Ebene Gamma hat als kartesische Gleichung ax plus by plus cz plus d gleich 0 und was wir suchen, sind diese vier Zahlen a, b, c und d. Die Ebene Beta hat als kartesische Gleichung x minus y plus z gleich 0. Aus dieser Gleichung können wir schließen, dass der Vektor mit Koordinate 1, minus 1, 1 orthogonal zu dieser Ebene Beta ist. Nennen wir diesen Vektor n. Aber die Ebene Gamma ist parallel zu Beta, was bedeutet, dass derselbe Vektor n orthogonal zu Gamma sein muss und daraus können wir sofort schließen, dass a, b und c ersetzt werden können durch 1, minus 1 und 1. Somit schreibt die kartesische Gleichung der Ebene Gamma sich so, also so. Zusätzlich wissen wir, dass der Punkt P mit Koordinate 1, 1, 1 zur Ebene Gamma gehört. Das bedeutet, dass diese Koordinate die kartesische Gleichung von Gamma erfüllen muss. Also wissen wir, dass 1 minus 1 plus 1 plus d 0 sein muss und demzufolge muss d gleich minus 1 sein. Letztendlich haben wir als kartesische Gleichung von Gamma x minus y plus z minus 1 gleich 0.